Wir müssen die Autowünsche abarbeiten, Ladies. Wir können nicht 2 Stunden fahren. Deswegen hier. Einfach hier cheaten. Scheißegal. Also dieser 4., 5. Gang ist eh für den Arsch. Wow. Nein, nein, nein. Scheiße. Jetzt war... Mann, ich darf hier überhaupt nicht wegschauen. Was soll denn das bei der Geschwindigkeit? Immer nochmal neu starten. Fuck you, ey. Ich hasse es. Ich muss mehr üben, blind zu fahren. Gex, mach die Augen zu, fahr blind und schau in den Chat. Natürlich, das machen wir. Ich dachte, in Bangladesch ist der Eiffelturm. Ach so. Ja. Ist da die Freiheitsstatue. Ich dachte, die wären Minger. Ist echt gut, aber ist halt mehr so ein Sims dann mit so ein Spiel mit Controller-Spiel. Ich fahre gerne Autorennen mit Lenkrad und so richtig mehr so realistischer anstatt Arcade, obwohl es ja auch nicht so wirklich der Fall ist, was ich hier mache. Ein Dingle Ding 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 Dingle Ding Long Gang spawned im Chat. Servus, grüß dich, hallo, schön, dass du da bist. Ach, der Eiffelturm ist in Moskau. Ach so, stimmt. Klar, ist ja auch, ist ja logisch. Also, was für ein Auto bin ich gefahren hier? Vor meinem, naja, Unfall war es ja nicht hier. Rorschach, merci für dein Follow, hab Spaß. Genieß die Show und liebe Grüße aus München schicke ich dir. Hiermit. Also ich bin in einen älteren A6 2,6 gefahren. Aber der war reif für den Schrott. Hätte nicht mehr gelohnt mit TÜV und Reparaturen und so. Und jetzt habe ich einen älteren 3er bekommen von meiner Mom, das Auto. Weil ich momentan eh nicht fahren kann und mal schauen. Nein, 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 ich bin auf die Wiese gekommen. Fuck you, man. Fuck you, mother flower, ey. Was soll das jetzt hier? Es ist echt krass mit der Konzentration und Lenkrad, ey. Egal, musst du üben, Gex. Bitte rede mehr, Gex, und halte niemals deine Schnauze und konzentriere dich aufs Fahren. Und lies den Chat. Jawohl, Ma'am! Wird gemacht. Erstmal mit Gex schimpfen hier. So wie Gags im Rennpunkt, oder? Nein, 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 wow, Vorsicht. Also Tix, jo. Erstens, ja, natürlich bin ich jetzt geiler gefahren. In den echten Gedanken, ja. Auf meinem iPad, dann lenkt man nach links. Ach so, na gut, iPad. Gut, aber das ist ja hier. Das kann ich ja nicht streamen. Ach, du lenkst du mit den Händen, oder? Meinst du? Ja. Ja gut, das ist bestimmt eine witzige Spielerei hier. Witzige Spielerei. Boah, fast hätte ich wieder aufgebockt. Ich habe aufgepasst, dass ich nicht auf den Bordstein komme wie vorhin. Wenn, dann GTRV, oder? Hier, Ivan. So. Es ist schon dunkel draußen, aber es ist immer noch nicht kalt. Es ist total warm bei uns. Wie viel Grad sagt denn mein Handy? Was haben wir denn hier im Minger? Gut gefahren, Kumpel. Und vielen Dank. Wieder ein Sieg. 20 Grad. Wie, und Max war heute 32. Willst du mich verarschen? 20 Grad ist jetzt und Max war heute 32. Und es soll 11 Grad bloß nachts werden. Wieso? Es soll endlich mal wieder schneien. Es soll endlich mal wieder schneien hier. Schnee ist doch was Schönes, oder? Da kann man schön zu Hause sitzen und Auto fahren. Also, virtuell. Ja. Ja, sowas. Schätze ich auch. Und falls ihr ein Lüften da und ein Brummen hört, das ist das Lenkertier. Das Mikrofon ist direkt daneben. Und es macht dann... Das hat ziemlich Pornolüfter, das Ganze hier. Deswegen...
Ich hör's, ich hab ja in ihr Dinger drin und trotzdem höre ich dieses. Das ist ja der Wahnsinn. Und let's spin that wheel though. Ja, so mit dem Ranker ist echt cool. Ja, ist echt cool. Macht auch viel Spaß. Das war jetzt komisch wegen der Cam jetzt hier, aber ich hab's jetzt nicht besser hinbekommen. Auf die Schnelle machst du hier eine riesen Welle. Eingebildet, cool und arrogant. Find sich auch noch interessant, du Luder! So, nee. Was erzähle ich dir wieder? Also zwischendurch. Das sind meine Tabletten. Also müsst ihr entschuldigen, zwischendurch muss ich irgendwas erzählen, wo dann überhaupt keinen Zusammenhang mit irgendwas hat. Also wie immer, ändert sich ja nichts. Zu normalo. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Immer schön abschleppen. Also abgeschleppt werden kann ich, falls ich einen Schmarrn baue. Ja, mit den Händen so. Aber hier ist halt schon krass. Aber wenn es dir Spaß macht, Sims, warum nicht? Gex! Wenn es schneit, will ich dich auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein haben. Oh. Naja, schwierig. Gex, was für einen Lenker den fielst du für die 360? Oh. Also ich selbst habe zwei Lenker dafür für die 360 getestet. Erstmal das Original Microsoft Lenkrad. Damals bei Forza 3 gefahren, wie so ein Psycho. Und dann bei Forza 4 habe ich mir das Fanatics CSR Wheel geholt. Also nicht das Elite, sondern das CSR. Das Elite geht ja nicht um auf die 360. Aber ich bin nie so wirklich warm geworden mit dem Fanatic Lenker. Gab es immer Probleme. Firmware wurde wöchentlich nachgepatcht und eigentlich für die 360 kann ich gar keins wirklich empfehlen, muss ich sagen. Da ist sogar das billige Lenkrad von Microsoft fast das Beste. Aber wenn du mit dem Fanatic Wheel zurechtkommst, warum nicht? Das geht auf PS3, das geht auf 360 und am PC. Aber weiß nicht, ob ich empfehlen soll. Ich kam damit nicht wirklich zurecht. Viel rumgestellt, viele Profileinstellungen, viele Firmwares getestet und viele Einstellungen, aber da mit dem Spiel spielst, stellst du 12 Stunden ein und spielst 2 Minuten. Jo, macht auf jeden Fall Spaß, klar. Glaube ich dir, Sims. Musst aber die Hände dann zu hoch halten, da habe ich ja gar keine Kraft. Ich bin ja ein schwacher kleiner Gags. Wie so ein Psycho-Gags, natürlich. Warum denn nicht? Okay. Ah, lass mich übertaken hier. Übertaken hier. Auf geht's. 107. 107. Ui, da kommt einer von links. Schon linken getönte Scheiben, dass ich überhaupt nicht den Spiegel sehe. Also den linken Außenspiegel sehe ich gar nicht. Macht das Sinn? Zweiter Gang wäre mir dann mal schlecht hier, ja. Bergauf mit dem dritten. Boah, schafft er. Yay, tapferes Golfchen. Brav. Gut gemacht, Baby. Hier hast du Leckerli. Da ist Leckerli, kriegst du gleich. Nach dem Rennen, auf jeden Fall. So, Action, go. Gib Gas hier. Wir werden gejagt, von was auch immer. Jetzt hier nicht versau die Kurve, wenn ich irgendwie rauskomme. Zweiter oder dritter Gang Kurve? Jetzt drüben ist ein dritter Gang. Geht bergauf, okay. Okay, doch zweiter. Zweiter. Uiuiui. Jawohl, klappt hier, bombastisch. World first. Ah, Anna fährt mit Scirocco. Viele VWs dabei hier. Rabbit, Scirocco. Q3.
Corrado, super. Ja, ein Civic CRX, boah, super. Also, dass ihr euch nie solche schönen Autos aussucht hier. Das finde ich echt traurig. Immer diese Bomben-Xoller-Bolzen, diese Hybrid-Hyper-Super-Cars hier. Hexelacker, how you doing, my friend? Welcome back to the show. Ho, ho. Ja, also Sprayer für 360 kann ich keins wirklich empfehlen. So, deswegen ist es sehr, sehr schwer. Habt ihr ja von meinen Erfahrungen berichtet, aber für Empfehlen keine Hände in die Feuer, das Feuerdings erlegen. Sprayer, willst du eins holen? Turn around, ride on. BMW ist kein super duper hyper power porno car. Jo. So, ich glaube letztes Rennen mit dem MK2 hier, mit dem Golf. Noch ein bisschen mal von außen anschauen das Teil hier. Also die einzige Möglichkeit, wo du sowieso hast für die 360, ist ja eigentlich ein Fanatic Wheel. Aber ja, ich habe es doch damals zum Release gekauft für Forza 4. Und bis dann eine gescheite Firmware rauskam, ein halbes Jahr später, habe ich dann schon keine Geduld mehr gehabt. Letzte Forza, welches ich richtig gespielt habe, war Forza 3. Das war episch. 4 wegen dem Lenkrad ging nicht und 5 ging ja nicht wegen Operation. Und ich spiele eigentlich nicht ein Forza ohne Lenkrad. Ein Gran Turismo spiele ich auch nicht mit Controller. Da würde ich mich schämen, sowas zu spielen hier. Ich habe mir gerade... was? Ein Rocket Color ISU FX und Zero gekauft. Zweitens morgen kommt G27 an, was du empfohlen hast. Ja, G27 ist echt gut. Also für PlayStation 3 ist es sehr gut und für PC halt. Für Xbox geht's ja nicht. Ich kann dir, wenn du willst, den Link schicken direkt zum Lenkrad, welches ich habe. Es war damals doppelt so teuer. Also, dieses Lenkrad habe ich damals zum Release gekauft für den doppelten Preis, was es jetzt kostet. Und ja, ich habe es dann noch da, nutze es aber nicht hier, weil ich damit nicht zurechtkomme. Ich finde, es ist alles, soll alles sehr, sehr fortschrittlich und geil sein. Ist sogar hier um die Ecke gemacht. Also ist gar nicht weit weg von mir sind die. Aber ich finde die, ich weiß nicht, Force Feedback finde ich sehr, sehr strange. Auch die ganzen Vibrationen, alles ist sehr, sehr, ich weiß nicht. Also das habe ich, das ist auch eigentlich das Einzige, was man für die 360 nutzen kann. Hey, Kilomatic, Servus, Christi und Hallo. Schön, dass du da bist. Als Forza-Fan hast du nicht mal Teil 5 gespielt? Ja, weil ich damals meine Operation hatte und 2-3 Monate flach lag im Bett mit Tabletten und mich nicht bewegen konnte. Das ist die Erklärung, Haiwan. Also... ich kann euch ja mal ein Foto machen und zeigen, was ich da habe. Also, ich habe es jetzt da draußen, ich kann jetzt nicht das holen. Ich habe halt das mit den Elite-Pedalen, was weiß ich halt da, alles das ganze Lenkrad. Und auch den komischen Stand und so alles, im Fuß und so. Lincoln! Grüß dich, servus! How you doing, my friend? Also die ganze Fanatic-Investition hat mich über 650 damals gekostet. Das war damals mein Weihnachtsgeld damals. 2000 irgendwas. Und für 100 gebe ich das bestimmt nicht weg. Das ist ja nur das Lenkrad, was ich dir hier gezeigt habe, oder? Ich habe ja noch die Club-Sport-Pedals. Dann habe ich noch die extra Haarschaltung, die normale Schaltung. Dann habe ich noch den Stand, also weiß nicht mehr, wie nennt man das auf Deutsch? Also... ja, das Gestell, wo man hinbaut, so oft ausstellen kann.
Was wie man das auf Deutsch nennt. Und für 100 gebe ich es bestimmt nicht weg. Dann lieber nutze ich es einfach nicht und behalte es einfach nur.